Wo ist denn da? Ach, jetzt war ich hier nicht genug auf dem Gas, das gibt's doch nicht. Wo ist denn überhaupt die Werkstatt? Die war doch bei der Lupe, oder? Ich glaube schon. Nee, da rechts. Wir müssen noch ein bisschen mal, wir müssen ein bisschen geradeaus fahren. So. Genau, jetzt geradeaus, dann rechts und dann sind wir beim Werkstatt. Beim Werkstatt, ey. Dann fahren wir da vorne einfach links und dann ist alles gut. Wir werden nicht gleich umgeleitet. Oh, okay, wir sind wieder zurück. Dann ist da vorne anscheinend keine Verbindung. Ach doch, jetzt halt. So. Dann schnell darüber. Und erstmal warten. Und dann aufrüsten. Fahrerhaus brauche ich nicht. Fahrwerk habe ich noch nicht. Motor. Also wir können von 320 PS auf 400 PS aufrüsten. Was haben wir? Den haben wir jetzt, ne? Nee, den haben wir. Und den hole ich mir. So, gucken, ob es da noch ein bisschen mehr gibt. Was ist denn hier? Der Motor. Das Getriebe. Wie viel Geld habe ich denn noch? Das würde 10.000 kosten. Das geht noch. Kaufen wir mal schnell ein besseres Getriebe. Wenn wir schon dabei sind. So, Interieur brauche ich nicht. Hersteller brauche ich auch nicht. Zubehör. Ich auch nicht. Und das Zubehör brauche ich auch nicht. Gut. Dann 30.000 haben wir noch. Haben wir jetzt gerade so ungefähr 20.000 ausgegeben. Das geht auf jeden Fall. So. Dann ab geht's. Na. Jetzt hat. Ich hab kurz auf gerade Gänge umgestellt. Ah, das war gerade ganz laut, wie ihr gehört habt. Und das ist halt genau diese Geräusche, die ich gesagt habe. Von denen ich gerade geredet habe, die. Oh Gott, so blöd zu reden. Die man nur in der Stadt hört, weil ja, auf der Autobahn gibt es eben so scharfe Kurven nicht, wo ich das Lenkrad dann eben mal vom Einschlagswinkel von 450 Grad auf 0 selber drehen lasse. Beziehungsweise sie selber drehen muss. Oder irgendwie. So in der Art. So. Gut, dann geht es ab nach England mit dem neuen Motor und dem neuen Getriebe. Ist doch ganz nett. Ja, tanken müssen wir gleich noch, aber da kommen wir bestimmt jetzt bald bei einer Tankstelle vorbei. Man kommt ja immer an der Tankstelle vorbei. So, sehr viel schneller kommt mir der Motor zwar nicht vor, aber ein bisschen stärker. Das sehen wir dann auf jeden Fall spätestens beim ersten Berg. Hey, rote Ampel. So. Oh Gott, mein Stuhl, ey. Muss mal später mal gucken, wie ich den... wie ich dafür sorgen kann, damit er aufhört zu quietschen. So. Ja, das dürfte jetzt auch das erste Video sein, indem man die neue Qualität des neuen Mikrofons hört. Die natürlich auch Nachteile mit sich bringt, wie vorhin schon gesagt eben. Damit man jetzt alles besser hört, Umgebungsgeräusche auch besser hört. Aber auch mich besser hört, ja. Muss mal gucken, also die PC-Lüftung hat man bei SMP noch gehört und Tastaturtippen ist ganz schlimm. Aber wie gesagt, ich bin auch in der Einstellungsphase, sag ich mal. Ich gucke jetzt das alles nach und nach zu verbessern. Ja, bis ich zufrieden mit der Audioqualität bin. Und naja, nicht wundern, wenn ich sage, bis ich zufrieden bin mit der Audioqualität und nicht ihr, weil so wie ich mich kenne, setze ich meine Ansprüche an die Audioqualität wieder so hoch, damit ich das eh nie erreichen werde. Ne? Also könnt ihr mit stetig verbesserter Audioqualität rechnen, bis es irgendwann nicht mehr geht. Oder einfach sagen, ach geht nicht, scheiß drauf. Ja, eins von beiden. Ihr könnt mir jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die derzeitige Audioqualität findet.
Ja. Was ich übrigens auch die ganze Zeit mache, ich weiß jetzt nicht, ob man dann einen Unterschied hört, weil ich versuche immer ins Mikrofon zu sprechen, also gerade. Allerdings habe ich das Mikrofon jetzt etwas links von mir und deswegen, naja, spreche ich einmal so, mal so ins Mikro und ja, ich weiß nicht, wie toll das ist. Aber ich denke, also von den Erfahrungen, die ich bis jetzt in Skype gemacht habe, dürfte man nichts hören, aber da verlasse ich mich definitiv nicht drauf. So, Tempomat auf 80 und ab geht's. 10er Gang passt. Und dann einfach mal auf die erste Tankstelle warten. Wir haben ja auch noch ein bisschen Tanken. Kann man kurz gucken, wie viel noch. Komm. Ah ne, hier. Für 740 Kilometer. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe jetzt auch nicht den besten Bildschirm. Nicht den besten, den schlechtesten. Naja, gibt natürlich auch schlechtere. Ja. Ne? Ist klar. Ich kann mal gucken auf, hier F5. Da ist F5. Oh, das dauert noch ein bisschen, obwohl, geht eigentlich. Bis zur nächsten Tankstelle kommst, so. Mal wieder eins der Autobahn ab, beziehungsweise Auffahrten, wo ich nicht weiß, ob ich jetzt eine Spur weiter links muss, aber das sieht sehr danach aus. Mal gucken, ob die Schilder recht hatten. Ja, die Schilder haben immer recht. Gut. Ja, hier geht es bestimmt auch irgendwo hin. Aber wer weiß das schon. Ja, Mods habe ich immer noch keine, obwohl ich ja schon gesagt habe, ich will letztendlich mal irgendwie Mods reintun. Ich kümmere mich irgendwie einfach nie drum, ne? Oh Gott, mir kommt das so vor, als wenn die Benzinanzeige richtig schnell runtergehen würde. So. Ja, was ich auch mal gerne... Hier mal kurz den 10. Ja, 10. gibt's. Nein, eigentlich nicht. Den 10. Aufruf dazu, dass ihr mir mal bitte in die Kommentare schreibt, wie ihr die derzeitige Videoqualität findet. Also Audioqualität, Videoqualität und eben auch die Qualität meiner Kommentare. Wenn man das in irgendwelche Qualitäten packen kann. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Naja, also einfach wie ihr das zurzeit findet, wie es auf meinem Kanal läuft. Weil, naja, ich habe letzte Zeit schon ziemlich viel Mühe reingesteckt. Und, naja, möchte das natürlich auch weiter verbessern. Nur, ich kann da schlecht irgendwas verbessern, ohne zu wissen, ob es dann auch wirklich besser ist, ne? So, mal gucken, wie teuer das wird. 30.000 reichen auf jeden Fall, aber es dürfte schon relativ teuer werden. Ja, ne? 500 Liter, 600, kommen wir noch auf die 700. Ja, 700, 800. 800, 900. Fast. Also fast 900 Liter. Wir werden so schätzungsweise doch vielleicht den 1000 Liter Tag haben. So aus dem Dreh. So, Motor wieder an und wenn wir wegfahren, bezahlen wir. Ach, immer der schwerste Moment. 1305. Lol. Hatte ich Kinder. Okay. Ja, so leicht kommt man an gerade Zahlen in den Test 2. War durch Absicht, ne? Ist klar. Und wieder ab auf die Autobahn. So, jetzt natürlich wieder hier. Das Lenkrad. Aber gleich nicht mehr, weil dann sind wir so viele Kurven. Sagte er, während er sich auf die Autobahnstrecke begab, die meisten Kurven auf der ganzen Welt hatte. So, den Tempomat rein. Ne, den hatte ich auf der Tastatur. Auf 80. 10er Gang passt. Mal gucken, was die Schilder sagen. Die Schilder habe ich übersehen. Die Schilder sagen, ich muss links. So. Ein Glück, dass man die Schilder da vorne schon sehen kann. Ich muss kurz mein Mikro wieder ein bisschen verschieben. Das kommt mir nämlich irgendwie falsch vor, wenn das so... neben mir ist. Oh, hier. Freihändig fahren. Ich bin der Beste. Ja. Ist klar, ne? Also, vielleicht nicht ganz, aber ein bisschen, ne? Ja, natürlich. Vorbereitet, wie ich bin, habe ich mal wieder kein Gesprächsthema. Habe ich allgemein nie.
Ja. Aber ich meine, woher soll man denn auch solche Gesprächsthemen finden, ne? Ich meine, es kommt entweder dadurch, dass man sich im privaten Umfeld mit Leuten irgendwie auch spontan auf ein Gesprächsthema gekommen ist und das eben sich denkt, okay, kann ich auch mal ein Video drüber reden. Oder damit eben ein Video spontan man auf ein Gesprächsthema kommt. Also es hat immer etwas mit Spontanität zu tun. Und die will irgendwie bei mir gerade nicht.